Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und wie versprochen heute das Doppelpack-Video. Eben haben wir den Dekorator Func-Counter implementiert, um Anzahl der Auswertung einer Funktion zählen zu können. Jetzt wollen wir die aber noch mal ein zusätzliches Feature erweitern, nämlich dass sie nicht nur die Anzahl der Funktionsaufrufe zählt, sondern auch an optional Argumente und Funktionswert zurück loggen kann, also zwischenspeichern kann, damit wir dann gucken können, mit was hat SciPy eigentlich unsere Funktion aufgerufen und was für Funktionswerte haben wir an SciPy dementsprechend zurückgegeben. So dazu, das heißt, wir hängen ein Logfeld an unsere Instanzen dran. Das heißt, wir gehen hier runter und sagen dann self soll eine Liste sein. So, aber wie befüllen wir die Liste? Vor allen Dingen, wir wollen ja, dass es optional bleibt. Zu diesem Zweck führen wir noch eine sogenannte Callback-Function ein. Ja? Das ist dann also genau ein Callable. Das soll annehmen ein Tupel, ein Dict und irgendwas zurückgeben. Das irgendwas müssen wir so im Typing auch importieren. So, dann ist das behoben. Und dieser Callback wird dann also auch ein zusätzliches zusätzlicher optionaler Übergabeparameter an unsere Funk-Counter-Klasse. So, und das heißt, dass wir uns den Callback hier drin ablegen. Und das heißt auch, dass wir beim Umgang mit dem Log, den Umgang mit dem Log davon abhängig machen wollen, was mit dem Callback ist. Also wenn kein Callback gegeben wird, dann brauchen wir Log auch nicht als Liste initialisieren. Nur ansonsten dann brauchen wir eine Listenstruktur uns geben. So, welche Veränderungen sind jetzt in dem eigentlichen Wrapper notwendig? Eigentlich nicht viel. Wir holen uns das Ergebnis des Funktionsaufrufs als Out ab und bevor wir es zurückgeben, setzen wir uns dazwischen und fragen einmal ab. Halt und fragen einmal ab. So, also wenn der Callback nicht none ist, also dem Callback irgendwas gemacht werden soll, dann und nur dann gehen wir hin in unseren Self-Log und append Self-Callback, args, quarks und out. Ja, deswegen war hier oben der Callback ein Tupel, ein Dict und any, weil args ist immer ein Tupel, quarks ist immer ein Dict und out ist, was auch immer die Funktion zurückgibt. So, und der Callback wird also auf die Argumente, die Keyword-Argumente und den Return-Value angewandt und was auch immer das Callback damit macht, das wird dann in den Log reingeschrieben. Und damit ist auch schon die Argument-Log-Funktionalität auch fertig. Das heißt, wir können jetzt einfach hier hingehen und sagen, dann gucken wir doch mal in den Log rein, der für F erstellt wird. Und zunächst wird damit erstmal gar nicht viel los sein. Jetzt gehen wir nämlich hier Meaningful Name NFF32 und der Log ist None. Warum? Weil wir uns hier oben noch keine Callback-Function gegeben haben. Das heißt, wir sollten uns eine Callback-Function definieren. So, und das machen wir wie folgt. Das ist also def my callback, args ist ein Tupel, quarks ist ein Dict, out ist ein NPNDArray, weil wir schon wissen, also wir kennen ja die Funktion f, auf die wir den Dekorator anwenden wollen. So, und args ist auch ein Tupel mit einem NDArray drin. So, und was jetzt also unser Callback zurückgibt, ist ein Tupel mit NDArrays, ganz genau genommen mit exakt zwei NDArrays, nämlich return args 0. Wir wollen uns aber eine Kopie davon ziehen, weil es sein kann, dass SciPy Vektoren wiederverwendet, indem es sie überschreibt. Also ziehen wir uns eine Kopie davon. Und das gleiche gilt auch für das Out. Auch das kommt zwar als ein Array zurück, aber wir ziehen uns sicherheitshalber mal eine Kopie. So, damit ist die myCallback-Function auch schon fertig. Die können wir so übergeben. Und jetzt lassen wir das ganze Skript nochmal laufen und siehe da, schon ist der Log nicht mehr none, sondern wir haben jetzt eine Liste von Tupeln mit jeweils zwei Arrays, nämlich Input Array, Output Array, Input Array, Output Array, Input Array, Output Array und so weiter.
Also es ist immer, was SciPy eingegeben hat und was unsere Funktion dann als Wert davon zurückgeworfen hat. Und das könnten wir jetzt zum Beispiel auch nutzen, indem wir es plotten. Und zwar folgendermaßen. Wir holen uns hier, ne, so Subplots ab und dann sagen wir jetzt ax.plot und da setzen wir jetzt ein, weil wir uns hier oben FunCounterInstances f.log haben wir uns unter log abgespeichert. Können wir also hier sagen, so wir holen uns einmal alle ersten Einträge aus Log und dann einmal alle zweite Einträge aus Log und plotten die gegeneinander. Und weil es so schön ist, nicht nur als blaue Linie, sondern auch nochmal darüber geplottet, rote Bullet Points. So, und dann schließen wir das Ganze noch ab mit, wir geben uns ein X-Label X und ein Y-Label F von X. Wir wollen Grid malen, aber das Wichtigste von allen, plt.show, damit wir auch was sehen. Sonst wird das Fenster ja nicht gerendert. So, und da ist es jetzt. Jetzt sehen wir hier die blauen Verbindungslinien und die roten Bullet Points markieren einmal auf der X-Achse die X-Werte, die SciPy ausprobiert hat, versus der Funktionswerte, die unsere Funktion dafür zurückgegeben hat. Jetzt kann man noch solche Späßchen betreiben, wie statt plot können wir hier auch log log sagen. Was das jetzt in diesem Fall hätte, das jetzt keine tiefere Bedeutung, produziert aber einfach andere schöne Bilder, wie dem auch sei. Der wesentliche Punkt ist jetzt, wir haben also abgegriffen die Werte, die SciPy in unsere Funktionen reinwirft und die Funktionswerte, die wir selber daraus produzieren. Mit dem FunCounter, das ist alles, was ich in diesem Video zum Besten geben wollte. Wenn ihr es als hilfreich empfindet, was ihr hier seht, dann erwägt doch gerne eine Subscription, das heißt ein Abo meines Kanals. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und noch viel lieber als das möchte ich gerne mit euch in Interaktion treten. Also schreibt mir fleißig Kommentare, Anmerkungen, Anregungen, Fragen. Ich werde sie alle lesen, auf alle reagieren. Und ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video schätzungsweise nächste Woche wieder. Ciao, ciao!